Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Genau, ich folge diesem Irrlicht auf der Suche nach Waffen und die scheinen irgendwo da drin zu sein. Ich frage so, wie komme ich da rein? Alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe. Das ist ja interessant, dass das Irrlicht da rein. Ah, da ist das Irrlicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Ah, schade. Andererseits, klar, das ist so ein Turm der Stadtwache, natürlich sind da drin Waffen. Hätte ich mir auch denken können. Jetzt will ich das gerne ablegen, genau. Dankeschön. Verschwinde das jetzt? Ja. Da kannst du eh nichts dran ändern. Gut, aber ich bin ja endlich seit der letzten Folge Bürger der Stadt und damit sollte ich ins obere Viertel können. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich wundere mich über gar nichts. Ich bin Bürger der Stadt. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ist ja gut. Meine Güte. Sei doch ein bisschen unfreundlicher. Und übrigens, diese Statue hier hinter Vatras stand ja auch so eine. Die sind so ein bisschen ähnlich wie die in der Höhle beim letzten oder vorletzten Mal. Ne, beim letzten Mal war das. Nur, dass die dort irgendwie düsterer war und eine Axt hatte. Und die hier sind so ein bisschen heller und haben ein Schwert. Das hat er wirklich nicht. Ob das was zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Werden wir bestimmt noch rausfinden, wenn es wichtig sein sollte. Und ich bin gerade ein bisschen glücklich darüber, endlich im oberen Viertel zu sein. Und es ist gerade mal, Sekunde, die 16. Folge. Ich habe keine 20 Folgen gebraucht, um ins obere Viertel zu kommen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Yeah. Fernando, Gerbrand, was seid ihr denn für Leute? Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen, aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Womit Achso, nichts Neues. Was hab ich da gerade? Nee. Du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Na klar. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ja, ist ja okay. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Was heißt hier einen wie mich? Meine Güte, hallo, ich bin Bürger der Stadt. Ehrenwerter Bürger. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand, für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Ja, Herr Gerbrand. Zumindest verstehst du schnell, wie hier der Hase läuft. Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen, kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen. Du würdest einen prima Lagerverwalter abgeben. Kannst du lesen? Ich will keinen Job. Ich will keinen Job. Du kommst dir wohl ziemlich schlau vor. Pass mal auf, hier bekommt niemand einen Job, wenn ich es nicht zulasse. Wenn du mir also weiter so dumm kommst, dann kannst du dir einen verwandten Strohsack zum Schlafen suchen. Mehr wirst du dir ohnehin nicht leisten können. Es wird die Zeit kommen, da wirst du bei mir um einen Job betteln. Das ist eine schlimme Sache. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft, keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen.
Hey, ich bin kein Streuner. Ich bin Alchemist. Ich weiß langsam nicht mehr, was. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Da gehe ich nachher durch. Jetzt will ich erstmal diesen Bereich hier erkunden. Was gibt's denn hier noch so? Ritter, Stadtwache. Ist das jetzt hier ein Händler? Sieht nicht so aus, ne? Ohne Schild. Ohne Schild, kein Händler. Das wurde mir gerade klar und deutlich erklärt. Aber wo sind denn die Händler hier? Hier hat ja keiner ein Schild. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Kluges Kerlchen. Hier brauchst du das nicht. Vielleicht kluges da Kerlchen. Vielleicht hier hinten. Das ist doch schon lange bekannt. Nur Inus entscheidet. Das ist interessant, dass es da hochgeht. Da werde ich irgendwann nochmal hochgehen und erforschen. Jetzt schaue ich mich aber erstmal hier hinten so ein bisschen um. Hier ist leider nichts. Und da? Wie sieht's hier aus? Oh, da geht's weiter. Moment. Ist das hier ein Schalter? Nein, nur ein heller Fleck. Gärtner. Was machst du hier? Was glaubst du, Ich bin Gärtner. Ich kümmere mich um den Garten. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben. Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals, da habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Statthalter, brauchte noch einen Gärtner. Und deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Baust du oft Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Interessant. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so alles? Feuernesseln und Feuerkraut, genau. Gut zu wissen. Ich habe gerade nicht genug Geld, aber ich komme darauf zurück, wenn ich mal wieder Mana brauche. Und hier hinten, was wächst hier? Feldknöterich, sehr schön. Die brauche ich doch, um Tränke zu brauen. Und was gibt's hier sonst noch so? Und vor allem, wo baut er das Zeug an? Also, dass die Pflanzen hier nicht mehr sind, ist klar. Er hat ja gesagt, dass er gerade geerntet hat. Aber so ein Feld vermisse ich dann doch schon irgendwie. Hey! Ich bin Girion, Meister des zweihändigen Kampfes und Paladin des Königs. Warum störst du mich? Kannst du mich trainieren? Wenn du etwas lernen willst, musst du dich schon an einen Lehrer außerhalb unseres Ordens wenden. Ich bin ein Krieger, kein Lehrer. Na gut, dann halt nicht. Komm ich jetzt zu Lord Hagen? Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Moment. Ich bin doch im Dienste des Königs, oder? Ich arbeite für Konstantino und der arbeitet für den König. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Ach. Na gut, dann halt nicht. Dann muss ich wohl nochmal ein bisschen aufsteigen, bevor ich da endlich das Auge Innos verfolgen kann. War ja irgendwie klar, oder? Dass es nichts wird, so spontan, auf die kurze Tour. Richterhauswache, okay, das ist dann wohl das Haus des Richters. Und ich vermisse irgendwie die Schilder über den Häusern oder über den Eingängen, die angeblich diese... Das war keine große Sache. Innos-Statue. Die hat doch Daron vermisst. Oder täusche ich mich da? Ich glaube nicht. Da ich ja gerade scheinbar alleine bin, würde ich mal eben noch schnell einen Blick auf die Bücher werfen. Schade, das kenne ich schon. Und das da? Das kenne ich auch schon. Schade. Gut, groß klauen will ich allerdings jetzt nicht. Ich frage mich schon ein bisschen, wer hier wohnt und warum hier so eine Innos-Statue rumhängt. Und ich glaube, ich habe hier gerade einen
Knopf gesehen. Was tut der? Ich habe für so etwas keine Zeit. Was ist da jetzt gerade passiert? Habe ich den jetzt aus Versehen zweimal gedrückt? Sieht so aus, hä? Dann drücke ich den noch. Ah, Moment, was haben wir denn hier? Eine Spruchrolle, die an der Wand hängt. So, was war da jetzt gerade? Ich sehe das nicht. Habt ihr das irgendwie gesehen? Dann schreibt mir mal einen Kommentar bitte, weil ich erkenne gerade nicht, was hier passieren soll mit dem Knopf. Gut, ich habe immerhin Daruns Statue. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Die kann ich ihm jetzt mal abliefern bei Gelegenheit, wenn ich wieder unten bin. Jetzt würde ich mich aber wie versprochen noch hier drüben umschauen. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch noch ein paar Händler. Da ist nichts mehr. Ein Bürger. Lutero. Hey. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Lutero. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Okay, was hast du denn so? Zeig mir deine Ware. Trank der Geschwindigkeit. Oh, Feldknöterich. Interessant. Eine Vergessenspruchrolle. Auch gut. Ach, erzähl mir nicht sowas. Weites Wasser, Apfeltabak, Schwefel. Nimm mir mal das Zeug hier ab, das ich nicht mehr brauche. Und dann hätte ich gerne einen Feldknöterich. Vielen Dank. Denn Feldknöterich ist super. Damit kann ich dann nämlich Tränke brauen. Hehe. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich lege mal eben das Amulett an. Der kommt mir so schmierig vor, der Typ. Keine Waffen. Okay. Wirklich? Das ist ja interessant. Das habe ich schon immer gesagt. Hier haben wir einen Händler. Salandrils Tränke. Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Zeig mir deine Ware. Es ist schön, dass die sich hier so gegenseitig Konkurrenz machen. Ja, Snapperkraut. Interessant, gut zu wissen. Gut, derzeit kann ich mir das eh nicht leisten, das Zeug. Und ich kann auch noch nicht wirklich gut genug zaubern, als das interessant wäre. Meinen Mana aufzufüllen. Schade, auch dieses Buch kenne ich schon. Ich hatte das eigentlich anders in Erinnerung, dass man da deutlich mehr kriegen kann mit diesen Büchern. So, kann ich da jetzt irgendwie hoch? Nee. Das hier ist kein Händler, oder? Sieht nicht so aus. Gut, dann wäre ich, glaube ich, hier durch mit dem oberen Viertel. Wow, das funktioniert ja. Gibt's hier irgendwas auf der Kuppel von dem Schrein? Obendrauf? Aber das Licht sieht nicht so aus. Und alles, was Innos erschuf, nein, warte. Von Belia zerstört. Genau. Das Amulett will ich ablegen. Weil dieses Irrlicht, das so rumfiebt, das nervt mich ein bisschen gerade. Vor allem, wenn es die ganze Zeit noch so bleibt. Das muss nicht sein. Gut, ich war im oberen Viertel und ich habe die... Wow, letzten Endes habe ich nichts... Nichts, aber überhaupt nichts Produktives gemacht da oben. Außer die Statue für den Innos-Geweihten besorgt. Die werde ich ihm jetzt gleich mal abliefern. Das kommt bestimmt gut an. Bei dem... Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos. Ansonsten habe ich einen Verdächtigen. Belia keine Macht hatten. Für den Waffenhändler. Lutero. Der ist so schmierig. Der steckt da bestimmt drin. Ich vertraue dem nicht. Ja, und jetzt hier, Daron, guck mal, ich habe was für dich. Nämlich, warst es nicht du? Hast du nicht deine Statue verloren oder irgendwie so? War das nicht so? Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen?
ja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Nö, mir auch. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Das finde ich gut. Dann war das gar nicht der mit der Statue, war sie? Nee. Wer war das denn? Irgendwer hatte doch was erzählt von seiner Innos-Statue. Kantar war es bestimmt nicht. Nee, der war es nicht. Mit der Frau da drin hatte ich auch noch nicht gesprochen gehabt, als ich das wusste. War es vielleicht er hier? Nee. Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Und wie werde ich Novize? Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt. Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Boah. Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich. Aber umsonst wirst du das nicht bekommen. Schade. Hört ihr Bewohner von Korinne, nicht schon wieder. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund nicht schon wieder. Lage, lass mich in Ruhe. Nein. Oh mein Gott. Dieser Typ ist so nervig. Wer war das denn mit der Innos-Statue? Das war doch jemand. War das hier in der Stadt oder war das draußen die Bäuerin? Entstand der Mensch. Na, war das jetzt so nicht gewesen sein? Denn Innos ist ja nicht sein Gott. Der hier war es auch nicht, oder? Konstantino? Hey, da bist du ja wieder. Nö. Ich muss aufpassen, dass ich ihm nicht die Pilze gebe, denn die brauche ich auch, um meine Magie zu steigern. Was, vielleicht Torben? Warte mal. Nee. War das eine Nichte? Was willst du noch? Du hast mein Gold. Geh. Mit der kann ich nicht sprechen. Was, vielleicht Matteo? Ich weiß es nicht. Pablo war es nicht. Der hier vielleicht? Theo könnte es gewesen sein. Nö, auch nicht. Die Lederrüstung habe ich doch schon. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Una, der... Das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise greift... Aber jetzt kommt das selten. Naja, das kennen wir schon. Gut, und es wird auch langsam wieder dunkel. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zum Hafen. Und rede mit dem Martin über die Händlergeschichte, die Händlerproblematik mit den Söldnern oder mit den Banditen. Dass hier so jemand Zeug an die Banditen verkauft, das geht ja gar nicht. Und ich wollte mit dem Fischer reden, nicht wahr? Ich hätte das nicht. Und ich wollte ja eigentlich auch mal eine Nacht da drin verbringen, aber das ist zu teuer. Ich habe
Ich bin eh gerade chronisch pleite und letzten Endes brauche ich 1000 Gold, um ins Kloster zu kommen. Also spare ich mir das Geld lieber. Zeig mir deine Waffe. Was hast du denn so? Ach, du bist hier wieder Fischen, gell? Nee. Wer warst du? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich suche Martin. Ich glaube, hier ist der, oder? Das will doch keiner wissen. Das kann doch nicht wahr sein. Ritter. Da ist Martin, oder? Ja, das ist Martin. Hey, du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Beim nächsten Mal werde ich diesen Martin weiter befragen und dann werde ich mich auf die Suche nach dem Waffenhändler machen und nebenbei 1000 Goldstücke ansparen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.